Hallo zusammen, ich hier ist wieder Chillantisch wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute so ein kleines Video aus der Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und ja, dafür wollen wir wieder ein bisschen Gold raushauen. Ich war, wie ihr sehen könnt, im Black Market unterwegs, denn der ist einmal hinter mir und dort habe ich wieder was ersteigert. Und zwar haben wir hier einmal Kopfstück der Erlösung. Das ist ein Paladin T3 Teil und es hat mich gekostet 162.000 Gold. Für ein Kopfteil ganz in Ordnung, habe ich jetzt hier auf Equin ersteigert. Und damit haben wir 4 von 8 Paladin Teilen. Und das können wir jetzt auch noch in meine Liste eintragen. Jetzt muss ich bloß gucken, wo habe ich sie? Jawohl, da haben wir sie. Da ist jetzt sogar noch das Zeug vom letzten Mal drin. Das löschen wir jetzt hier mal. Und dann, was hatte ich gesagt? 162, ne? Und das war dann einmal Item, das Kopfstück. Und ja, ich bin noch an einem anderen Item dran, wo ich auch noch ein bisschen mitsteige. Mal gucken, ob ich das auch noch gewinne. Aber muss man mal schauen. Sudela, das andere Teil habe ich auch noch gewonnen, bin nämlich hier jetzt auf Erida und hier habe ich einmal ein Hunter T3 Set gewonnen, Stiefel des Gruftpirschers und das haben wir jetzt gekriegt für 115.000 Gold und da habe ich jetzt schon 6 von 8 Teilen und auch die trage ich jetzt auch noch in die Liste mit ein. Also jetzt gucken wir mal, wo haben wir es denn? Haben wir es? Also hier. Ich muss nochmal gucken, wie viel war es jetzt genau? 115, ne? 115,5. Ja. 115. Und damit sieht es jetzt langsam richtig gut im T3-Bereich aus. Ich brauche jetzt noch 34 Items. 53% haben wir schon. Also mittlerweile schon über der Hälfte quasi. So, dann habe ich jetzt hier noch was gefunden auf Blackhand. Und zwar habe ich hier relativ günstig, wie ihr seht, für knappe 14.000. ein Hexer T3 Teil geschossen, hier die Hosen. Dann habe ich da jetzt auch 4 Teile. Und ja, ich würde sagen, das können wir dann gleich wieder einmal weghauen, beziehungsweise in meine Liste eintragen. Ab und an hat man auch mal Glück, ich sag's euch. So, da haben wir's. Also hier 14k und die könnte ich auch noch löschen. Da hatten wir jetzt geguckt und jo, dann schauen wir weiter. Als nächstes bin ich noch auf Draenor unterwegs und hier habe ich auch noch was Schickes gefunden und zwar die Tunika der Warte. Das ist anscheinend irgendwo mal ein Starthemd gewesen von Blutelfen-Schurken. Kostet hier 200k, ist ein Removedes und ja, das kaufen wir auch. Jetzt muss ich mal schauen, dass wir das einmal auch hier rausnehmen aus dem Postkasten und dann traden wir das mal. Ah, ich habe den Postkasten auf, deswegen geht das nicht. So, jetzt sollte das funktionieren. Ich weiß gar nicht, ob ich das in meiner Liste habe. Ich meine nicht. So, jetzt muss ich mal schauen. Das ist ein Hemd, heißt, das kann ich mit dem auch lernen. Und dann gucken wir mal die Liste nach. Also ich bin mir relativ sicher, dass das nicht drin sein dürfte. Ah, okay. Es ist doch drin. War ich anscheinend fleißig genug, habe auch die Hemden eingetragen. Gut, also das können wir schon mal rauskicken. Dann tragen wir das hier noch ein für 200k. Und dann gucke ich mal noch ein bisschen weiter. Der nächste Server, auf dem ich bin, ist Sul'Chin oder irgendwie so ähnlich. Und hier habe ich Formuella Dagui gefunden. Der ist hier drin für 200k. Und das ist ein Item, was man eigentlich bei einem Händler kriegt in WoW. Das ist aber so dermaßen selten, dass ich das jetzt schon über Monate verfolge und 200k ist tatsächlich ein günstiger Preis dafür, deswegen kaufen wir uns das raus. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das direkt mit dem lernen kann. Jawohl, kann ich sogar. Das habe ich auf jeden Fall in meiner Liste drin, heißt, das müssen wir gar nicht irgendwie hin und her traden. Wunderbar. Und dann tragen wir das auch aus meiner Liste aus. Wo habe ich sie? Da. Also da, das hat jetzt auch 200k gekostet. Und das müssten wir hier auch irgendwo drin haben. Jawohl, da oben haben wir es. Kann das auch mal raus. Und ja, dann wären jetzt auch die Items, die in-game sind. Seht ihr, das sind jetzt nur 28. Wird langsam ein wenig weniger. Und auch die removeden 112 sind es jetzt noch. Also geht voll klar. Juti, mal gucken, ob wir dann später noch was im Black Market gewinnen. So, Dala, als nächstes bin ich mal wieder auf Lothar unterwegs. Und hier habe ich einen T3-Teil gewonnen für
10.500 Gold. Und zwar haben wir hier die Brust vom Schamanen. Damit habe ich schon 6 von 8 Schamanen-Items. Und die tragen wir dann auch in die Liste ein. Also es war jetzt ein super Schnapper. Da hat anscheinend niemand anderer wirklich Lust drauf zu bieten. Also hier für 10.000. Und dann bin ich noch an einem anderen Teil dran. Mal gucken, ob ich das auch noch gewinne. Gut, das andere Item habe ich jetzt hier auf Erida auch noch gewonnen. Und zwar haben wir hier eine Robe. Diesmal vom Priester. Und die hat mich jetzt, ja, 100.000 Gold gekostet. Das ist jetzt dann einmal vom Set 5 von 8. Und auch die können wir einmal reinpacken in meine Liste. Also hier 10.000 oder 100.000 Gold. Und ja, mal gucken, ob ich die Tage noch ein bisschen was aus dem Black Market gewinne. Sudela, ich dachte, ich mache jetzt mit dem Main hier mal noch einen kleinen Einkauf. Und zwar geht es um ein paar Rezepte, die man über PvP kriegt, wie ihr seht. Und ja, ich dachte mir, bis 10.000 kaufen wir die jetzt mal alle ein. Und ein bisschen was wird da schon zusammenkommen. Jetzt ist die zweite Woche quasi von 10.2 angebrochen. Die Dinger sind jetzt schon ein bisschen runtergegangen. Ich denke mal, so krass viel günstiger werden sie nicht. Gut, dann machen wir hier Start Purchase und dann gucken wir mal, was wir dafür ausgeben. Ich denke mal, hier auf Blackmore werden die meisten drin sein. Ja, ein paar tausend Gold kommen da jetzt auch zusammen. Vielleicht sind es, ja, vielleicht sind 60, 70, 80.000, oder? Wenn ich jetzt die ganzen Rezepte kaufe. Sind schon einige. Es gibt viele Schneiderrezepte, auch Lederer. Da hast du ja sowohl Leder als auch Kette dabei. Und zusätzlich gibt es ja dann noch Schmiede-Items und noch, ich meine, für Juve auch ein paar Helme. Beziehungsweise, obwohl Inschriftenkunde hatte ich, waren glaube ich beim Händler, ne? Hatte ich gesehen, dass man was kaufen konnte. Da muss ich nachher auch nochmal quasi hinloggen. Da wird schon das ein oder andere zusammenkommen. So, die teuren kaufe ich natürlich nicht. Die sind aus dem Raid. Die sind aktuell noch, denke ich mal, ein bisschen überteuert. So, was ist jetzt hier mit dem hier? Das ist ein Lederding. Vielleicht kaufe ich mir das auf einer Seite. Oh, ist sogar 100.000 zusammengekommen. Aber es waren jetzt auch wirklich viele Rezepte. Jetzt müssen wir mal gucken. Nehmen wir nur die gekauften raus. Und das waren jetzt 101 aufgerundet 102.000. Muss ich mal schauen, dass ich die dann auch gleich mal alle lerne, beziehungsweise rüberschicke. Und dann tragen wir das jetzt schon mal ein in die Liste. Also hier 100.000 für die Rezepte. Und dann muss ich mal noch gucken, wie viel es dann dementsprechend noch ist, wenn ich die ganzen Sachen crafte und so. Das werden wir gleich nochmal schauen. So, ich habe jetzt schon mal die ganzen Rezepte gelernt. Und ja, bin jetzt auch schon mal auf meinem Schneider rüber gelockt. Da werden wir jetzt mal die ganzen Sachen einmal herstellen. Und zwar habe ich mir schon mal die Mats gekauft, hat mich jetzt insgesamt 18.000 und ein paar Zack hier gekostet mit dem, ne? Die stellen wir natürlich auch alle her, denn ich brauche ja erstmal den Erstherstellungsbonus. Und dann kann ich die Teile auch noch einmal quasi anlegen fürs T-Mog, ne? Also damit kriege ich dreimal Sachen aus All the Things raus. Einmal quasi für Rezept gelernt, einmal für den Erstherstellungsbonus und einmal dann noch wegen dem T-Mog. So, ist natürlich ein bisschen wasted. Das ist 412er Gear. Das ist ein PvP halt hochskillt auf 463. Aber mit dem Hexer, naja, werde ich es wahrscheinlich nicht großartig verwenden. Geht es jetzt mehr ums T-Mog. Nach den Sachen fehlt mir jetzt eigentlich nur noch ein Rezept hier aus Hamidrasil, dem Raid. Aber das werde ich aktuell nicht kaufen, weil die nur relativ teuer sind. Da werde ich noch ein bisschen warten tatsächlich. Aber zumindest das haben wir schon mal. Gut, die 18.000 können wir jetzt als Craft-Kosten eintragen in meiner Liste. Also ich habe die 100.000 Rezeptkosten schon drin. Dann haben wir hier 18.000 Craft-Kosten. Und ja, dann würde ich sagen, schaue ich wegen dem letzten Rezept noch, was ich bei Lederer nicht gekauft habe. Und dann gucken wir mal, wo wir die anderen Sachen noch herkriegen. So, ich habe jetzt noch das letzte Lederverarbeitungsrezept auf einem anderen Server gekauft. Ich hatte erst ein bisschen durchgelockt und wollte es auf möglichst günstigsten Server kriegen. Das hat aber nicht so ganz funktioniert. Und dann habe ich es mir einfach auf Anto gekauft mit dem zweiten Account, weil es dann immer schon rausgekauft war, bis ich quasi da geguckt habe. Und ja, 10.000 hat mich das jetzt gekostet. Hätte ich vielleicht nur auf irgendeinem Server günstiger kriegen können, aber egal.
So, und dann habe ich mir noch zusätzlich die ganzen Mats besorgt, jetzt für die Sachen, die wir bei Lederer und Schmied craften können. Das hat mich jetzt, glaube ich, 42k gekostet. Das wird jetzt bloß nicht mehr angezeigt, wenn ich mir gerade Mats rausgenommen habe. Oder beziehungsweise für 8-9k quasi Materialien, aber so 41-42k hat es jetzt gekostet. Das können wir schon mal eintragen, dass ich das nicht vergesse. Also, das Rezept hat jetzt nochmal 10k gekostet, sind wir bei 110. Und hier haben wir 41, 42, irgendwie sowas um den Dreh. Knappe 60 müssen wir da jetzt Craft-Kosten haben. Und dann können wir jetzt hier schon mal loslegen. Also, die ganzen Items, das müssen wir einmal alle bauen. Dass wir den First Craft haben. Und dann kann ich sie natürlich auch noch anlegen. Also natürlich jetzt mit dem Main, ne, nur die Ledersachen. Aber mit den Twings kann ich mir dann auch noch die Ketten, beziehungsweise müssen noch mit Schmied quasi die Plattensachen herstellen. Um, ob ich richtig eingekauft habe. Vor allem, ich kriege jetzt hier auch einen Haufen Skillpunkte, die ich gar nicht mehr verwenden kann. Man kann sich die quasi zwar umtauschen lassen, ich meine hier gegen den Eifer, aber naja, ich weiß jetzt mal nicht. Ich glaube, da kriegst du extrem wenig, also es rentiert sich nicht wirklich. Einen Eifer brauche ich eigentlich jetzt auch nicht aktuell. So, okay, dann ist das auch alles raus und hier ist noch das Raid-Item drin, aber mit dem werde ich jetzt auch nochmal erstmal warten und ja, schauen, wenn das ein bisschen günstiger ist, weil die kosten halt noch mehrere hunderttausend und ich denke mal, die werden noch droppen. Wenn jetzt mehr Leute über die nächsten Wochen noch die Raids laufen, dann werden die sicher noch günstiger. Vielleicht behalte ich die PvP-Teile, die Lederdinger, erstmal. Weil ich werde bestimmt noch ein bisschen dieses BG spielen, also diesen Warcraft Blitz oder Blizzard Blitz oder wie das heißt. Wenn ich also dieses BG, ich muss mal nochmal nachschauen, Blitzschlachtfeld, irgendwas mit Blitz hieß es auf jeden Fall genau. Und wenn man da PvP-G hat, ist glaube ich auch nicht so verkehrt. Gut, jetzt muss ich mal schauen, das sind die Ketten-Items. Und dann können wir jetzt auch noch die Schmiedesachen craften, die habe ich nämlich auch schon besorgt, die Materialien, genau, da haben wir sie. Und so wie es aussieht, ist es halt hier genauso wieder gleich, ne? Es gibt wieder ein Item, das man dementsprechend aus dem Raid kriegt. Und da werde ich, wie gesagt, auch nochmal erstmal ein bisschen abwarten. Gut, jetzt schicke ich mal das Ganze noch den Twings. Und dann schauen wir mal noch weiter wegen den anderen Berufen. So, Dala, jetzt habe ich gerade nochmal wegen Ingi geguckt. Irgendwie hat das Programm hier die Ingi-Rezepte nicht ganz gecheckt. Und ja, jetzt können wir uns die auch noch kaufen. Die sind hier alle unter 10k, deswegen würde ich sagen, legen wir hier einmal los. Okay, da sind wir bei 0. Sind über 20k, ne, was das Ganze kostet, oder? 23 habe ich jetzt dafür gezahlt. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. Gut, und dann muss ich jetzt mal noch gucken wegen den Materialien, die wir brauchen. Das ist halt auch wieder die PvP-Ausrüstung. Einmal Stoff, Platte und Kette bzw. Leder. Ich glaube, da muss man dann jedes Mal Ingi für haben, oder? Dass man die anlegen kann. Ah ja, da muss ich mal gucken, wo, mit welchem Char ich was habe. Aber man kann es ja mittlerweile extrem hin und her traden, also das dürfte nicht das Problem sein. So, Mats habe ich eben gekauft. Jetzt schauen wir mal, dass wir die alle craften. Also die Mats haben mich jetzt etwa noch 6k gekostet, die Rezepte 23. Das müssen wir jetzt gleich nochmal eintragen. Und den Plattenkopf, den kann ich dann gleich nochmal lernen. Also das Plattending, das können wir schon mal lernen. Und bei den anderen muss ich dann noch gucken, dass wir es hin und her schicken. So, jetzt schauen wir mal. Also Rezepte nochmal 23k, dann sind wir bei 133. Und hier haben wir 6k, also 66k. Ah, schon mal, wir sind genau auf 1 Million. Aber ich werde jetzt noch ein oder anderen Beruf fertig machen. Ein paar Sachen sind es jetzt noch mit Juve und Inschriftenkunde und so. Beziehungsweise das muss ich mir jetzt auch noch holen. Da werde ich mir jetzt erstmal noch einen Magier holen. So, ich bin jetzt noch auf Dentigard geswitcht. Da soll es nämlich 2 Juve-Rezepte noch geben, die relativ günstig sind. Hier haben wir einmal für 5555 Gold eins. Und dann gucken wir mal das andere. Müssten wir hier auch noch drin haben. Hier für 12k. Das sind die EU-weit soweit die günstigsten, die ich gefunden habe.
Also das waren jetzt 5, 6, 7, 17,5 so in etwa, ne? An Gold, was ich da jetzt ausgegeben habe für. Mal schon mal rüber. Achso, das restliche Gold kann ich ihm auch noch rübergeben. Dass wir da auf nichts hängen bleiben. Okay. Gut, dann können wir die beiden schon mal lernen. Kann diesen Zauber nicht lernen. Ah, warte mal, ist das falsch? Ich dachte mir gerade, das ist eine Wandhausrune, die ich nur rumliegen habe. Und da haben wir es noch. Na, seht ihr, hier auf dem Server hat es 26k gekostet. Das Rezept deutlich teuer. Also, dann tragen wir jetzt die 17k noch schnell ein in meine Liste. Wo haben wir sie? Hier. Also, das sind jetzt Rezeptkosten plus 17k, 150k haben wir hier. Und dann würde ich sagen, kaufe ich jetzt mal noch die Mats zum Herstellen. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Also, das sind jetzt diese beiden Dinger. Und das hier ist jetzt auch noch aus dem Raid, wie gesagt, da würde ich sagen, da passe ich jetzt aktuell noch. Na gut, komm, das kaufen wir jetzt hier gleich ein. Also, das sollte jetzt nicht so teuer sein. Parallel nebenbei bin ich jetzt noch dran mit dem einen Inji-Rezept. Aber so wie das aussieht, ist das ein bisschen größerer Dreck. Schlichtweg deswegen, weil du da einen Magier noch zusätzlich brauchst, der ein bestimmtes Rezept haben muss, plus ein bestimmtes Berufs-Item, um dann wiederum quasi ja so ein Magierbrot herzustellen, das dann abgewandelt ist, neben dem Inji. Und dann kriegst du halt das Inji-Rezept, wenn du so eine Tinte und ein Pergament im Inventar hast. Das bin ich gerade parallel dabei, das mit meinem Hordenchart zu machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. So, wir bauen natürlich hier eine Werkbank. Heißt, wir porten es jetzt einmal nach Waldracken. Und dann können wir das einmal herstellen. So, dann sind wir einmal in Waldracken. Dann können wir die zwei Sachen noch herstellen. Okay, ich habe anscheinend hier doch irgendwie zu wenig Toben das Ding gekauft. Moment, da brauchen wir noch zwei mehr. Aber die waren jetzt beide nicht sonderlich teuer. Also, ich glaube, das brauchen wir in die Liste gar nicht mit aufnehmen. Weil es fast unerheblich ist. Also die zwei nehmen wir noch raus. T-Mog kriege ich dadurch keins, aber halt die Erstherstellungsbonis zumindest, genau. Gut, dann gucken wir weiter. Als nächstes bin ich auf meinem Inschriftenkunde-Char und da brauche ich jetzt auch noch ein paar Rezepte. Die kann ich mir aber nicht im AH kaufen, sondern hier unten gibt es diese PvP-Rezepte beim Händler und zwar für Vector Zorn. Das habe ich mir jetzt schon mal besorgt. Und dann können wir das hier einmal kaufen. Halt, ich muss die noch aus dem Postkasten nehmen. Moment. Mal einmal nochmal zurücklaufen. Also es hat mich jetzt gekostet, 3,5 knapp, ne, den erweckten Zorn zu kaufen. Und ich brauche jetzt wahrscheinlich nachher dann noch ein bisschen mehr, um die Dinger einmal herzustellen für einen Erstherstellungsbonus. Also ein bisschen was wird dann noch oben drauf kommen. Also 1, 2 und 3 Rezepte. Eine zufriedenstellende. Und ich habe auch noch ein paar andere Sachen, die ich schon in der neuen Zone gefarmt habe, ne? Also Inschriftenkunde-Rezepte gibt es da ein paar mehr. Unter anderem für einen Druid gibt es da ein bisschen was und auch so Mount-Manuskripte. Warte, ich kann euch das mal zeigen. Also die drei, ne, habe ich jetzt eben gekauft. Und dann gibt es hier quasi für einen Druid noch was. Und halt hier noch so ein paar Mount-Rezepte. Heißt, da werden wir jetzt erstmal noch ein bisschen Mats einkaufen und dann schauen wir mal, was das insgesamt ausmacht. So, jetzt habe ich alles zusammen gekauft. Jetzt würde ich sagen, stellen wir mal ein bisschen was her. Also die ganzen Trinkets, die kann ich theoretisch dann auch wieder ins AH setzen. Vielleicht kauft hier sogar wer. Und hier diese Glyphen, ne, die sind natürlich interessant. Die kann ich dann mit dem Druid einmal lernen. Beziehungsweise die Drachengeschichten, die kann ich dann gleich selber lernen, dass wir die letzten dann auch raus haben. Ich habe mir nämlich schon alle möglichen zusammengefarmt. Lernen wir jetzt gleich mal. Bei denen bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher, ne? Da steht jetzt hier Weltbeute dran und aus dem anderen von der Superblüte. Ich habe jetzt schon einige Events gemacht. Bis jetzt hatte ich leider kein Glück, aber mal gucken. Kann euch da auch mal zeigen mit den Manuskripten. Viele fehlen mir jetzt hier nicht mehr. Wobei da jetzt von dem Verkäufer dran steht, obwohl ich die jetzt schon abgehakt habe. Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz.
Ja, das sind jetzt hier noch die letzten. Das sind, glaube ich, alle aus dem Raid, ne? Die Dinger. Naja, gut. So viel dazu. So, was haben wir jetzt hier ausgegeben? 3k fürs Craften und 14 fürs Craften und 3k für Rezepte. Das würde ich sagen, tragen wir jetzt noch in die Liste ein und dann sind wir bald durch. Also hier nochmal 14, dann sind wir 70, 80 und hier bei 153. Naja, Kleinvieh macht auch Mist, ne? Gut, dann schicke ich jetzt mal hier das noch auf meinen Main rüber. Und dann muss ich nochmal schauen bei Inji, ob wir irgendwie noch an dieses eine Inji-Rezept rankommen. So, Dula, ich habe jetzt noch ein bisschen zugeschlagen. Und zwar habe ich noch 6k ausgegeben für das letzte Inji-Rezept, was ich einmal noch bauen wollte für den First Craft. War übrigens auch noch ein Toy, also da an der Front ist auch noch oben gegangen. Heißt, hatten wir hier die Crafting-Kosten noch 6k drauf. Und dann habe ich jetzt noch das letzte Toy, was ich so besorgen kann aktuell, relativ günstig gefunden hier im Auktionshaus für 30k. Das droppt von einem Rare, aber relativ beschissen. Ich würde sagen, das kaufen wir uns auch noch. Und dementsprechend können wir das auch noch in die Liste packen. Also hier mit rein. 30.000. Und ja, damit hätten wir... Ich kann es mal ein bisschen größer machen, sehe ich gerade hier. Vielleicht sieht man es dann ein bisschen besser. Denke ich mal, passt. Dann sind wir hier in einem Endstand von 1.070.000. Waren jetzt nicht so viele... Ja, obwohl, doch, die Rezepte waren schon einige verschiedene Items, ne? Aber viele größere Posten, würde ich sagen. Und ja, dann sind wir wieder durch mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.